Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 5. Ja, wir machen ja weiter, wo wir aufgehört haben, letzte Folge. Und wir wollten ja erstmal die ganzen Whiskyfässer sammeln. Also weiße Haie oder so dürfte es ja hier drinnen nicht geben. Gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es keine gibt. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass uns hier irgendwann mal ein weißer Hai an der Hüfte nagt. Fange den Albino Löffelstör. Naja, muss nicht sein, dass wir den jetzt unbedingt fangen. Bin hier nicht so der Angelfan. Okay, da haben wir sie alle, da haben wir sie alle. Da ist noch ein Fass. Warte mal, wo ist denn jetzt unser Fass hin? Da unten ist es. Toll! 3 Meter daneben. 3 Meter daneben und ich hab's nicht gesehen. Oh fuck, was ist da? Warte mal. Wow, 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 wow. Oh verdammt. Wir kommen so mitten in sein Gebiet rein. Wir kommen in sein Gebiet rein. Scheiße. Wisst ihr was? Wir lassen uns jetzt einfach mal einfach gefangen nehmen. Die sollen uns jetzt einfach gefangen nehmen, dass wir das einfach jetzt endlich mal hinter uns haben. Dass wir einfach endlich das andere normal weitermachen können. Das ist, wenn wir jedes Mal wieder wegrennen müssen, das ist scheiße. Ich hab gedacht, das ist alles unten in dem Gebiet drin. Wenn man nicht auf sich selbst aufpassen kann, wird man es hier nicht weit bringen. Haben wir dann wenigstens vielleicht noch was, was wir vielleicht noch uns erfarmen könnten in der Zeit. Ehe die uns gefangen haben, vielleicht kriegt man in der Zeit das Feuerzeug da oben noch. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm, aber ich würde es wirklich jetzt halt endlich machen, dass wir da oben wieder in das Gebiet rein können, ohne jedes Mal irgendwie wegrennen zu müssen. Ja, ja, ein Einfangteam ist auf dem Weg, ja, ja.
Ah, siehst du, da haben sie uns doch. Ah, noch dicker geht die Pfeile nicht, oder? Okay, da haben wir das dann wenigstens hinter uns. Da können wir dann wenigstens in Ruhe dann den Rest machen. Einer von euch wird stark sein. Nicht nochmal. Verschwinde, ihr Schwätzer. Ich weiß, du hast Schmerzen. Der Herr gibt und der Herr nimmt, hm? Aber du wirst nicht als Einziger geprüft. Wusstest du, dass ich eine Frau hatte? Wunderschön, oder nicht? Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Und wir waren eigentlich noch selbst Kinder. Ich hatte große Angst, Vater zu werden. Wegen des Geldes vor allem. Sie war unbesorgt. Sie war zuversichtlich, dass alles gut wird. Sie war immer zuversichtlich. Und dann eines Tages besuchte sie eine Freundin. Es gab einen Unfall. Und der Herr nahm. Und sie brachten mich ins Krankenhaus. In einen Raum mit diesem kleinen rosa Bündel, das an Schläuchen hing. Sie sagten, dass ich stark sein müsse, um ein kleines Mädchen überleben würde. Gott hatte unsere Tochter gerettet. Und sie ließen mich allein in dem Zimmer mit ihr. Und ich starrte meine Tochter an. So hilflos, so unschuldig. Und sie hatte niemanden außer mir. Einen Niemand von nirgendwo. Mit gar nichts. Und in diesem Moment wusste ich, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meine Hand auf ihren kleinen Kopf. Ich war ganz nah und konnte sie riechen. Und ich betete mit ihr. Ich bat um Weisheit. Ich bat um Stärke. Dann wusste ich es. Ich erkannte Gottes Plan für mich. Und dann legte ich meine Finger auf den Atemschlauch, der geklebt war an ihr. Engelhaftes Gesicht und drückte zu. Und dann nach einer Weile begannen ihre Beine zu zucken. Und dann nichts mehr. Stille. Erlösung. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Schmerz. Entbehrung, das ist alles Teil der Prüfung. Um zu zeigen, dass wir Gott dienen können, was er auch verlangt. Gut gemacht. Aus. Mach weiter. Mach ich doch.
die Schwachen! Keulen. Du kannst dir mal einkeulen, ja? Ja, opfere die Schwachen. Du bist kein Held! Gut. Nicht übel. Du bist kein Held. Perfekt. Wer weiß, wen wir jetzt wieder getötet haben? Wir haben bestimmt wieder irgendjemand getötet, oder? Du musst stark sein. Sie, hier ist Eli. Wollte mich nur melden. Du wurdest schon eine Weile nicht gesehen. Die Whitetails könnten hier draußen echt deine Hilfe brauchen. Sieh mal bei Gelegenheit bei der Wolfstein vorbei. Wir haben eine Menge Arbeit. Okay. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt. Wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir holen jetzt noch die ganzen Fässer Whisky. Der Whiskyfluss, genau. Das ist ja eigentlich das, was wir machen wollten. Okay. Ah, müssen wir bestimmt von oben rein. Okay, jetzt lassen die uns wenigstens erstmal in Ruhe. Da können wir jetzt erstmal die ganzen kleinen Nebenmissionen alle machen. Da können wir das jetzt wirklich erstmal alles tun. Sehr schön. So, warte, wo haben wir das nächste Pass? Da oben. Um.
Bin ich jetzt bekloppt? Hier müssen wir lang. Ach, da hinten ist es. Jetzt sehe ich es gerade. Huch, Entschuldigung. Da haben wir noch eins. Okay. Das ist mein Whisky, ihr Vögel. Hallo, Whiskyfass? Hallo? Da unten ist es. Okay, da haben wir das jetzt noch. Sind ja manche aber auch super versteckt, ey, das ist ja Wahnsinn. Ah, schade, okay, hier kommt man nicht raus. Und da haben wir gleich das nächste. Oder wie machen wir denn das am dümmsten? Nee, wir machen als erstes mal hier unten lang. Würde sogar jetzt fast sagen, oder? Mensch, lass mich doch in Ruhe. Wir machen hier runter, dann machen wir wieder hier hoch. Dann nehmen wir hier die drei Fässer mit. Dann das, das und das. Warte mal, das sind 1, 6, 7 Stück. Oh, das sind sie sogar alle. Entschuldigung, mein Hund. Genau, das wären dann alle 7, die uns noch fehlen. Oh oh.
Okay. Wie komme ich denn da, hä? Wie komme ich denn da? Hä? Ah, jetzt so geht's. Jetzt ist er auf einmal offen gewesen. Ich würde gerade sagen, hä? Oder war das die ganze Zeit schon offen und ich war bloß zu blöd, es zu sehen? Brems. Dankeschön, das war ein sehr schweres Fass. Na, das ist aber ganz schön tief, ey. Da war das knapp, ey. What the fuck, warum war denn das aber jetzt auch so tief gewesen, ey? Ja, guck, da haben wir doch jetzt bloß noch drei Stück und dann haut das doch super hin. Schade, dass das jetzt mit Jacob dazwischen gekommen ist, sonst hätten wir uns jetzt nicht die Feuerzeuge und die Comics krallen können. Aber das machen wir dann. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Wohin jetzt? Ach, da hinten.
Miau, hat's gemacht. Was tust du denn? Der war gut. Der war echt gut. Okay, bringe die Fässer zurück, dann müssen wir uns ja nicht erst. Genau, dann machen wir das gleich so. Bitte sag, dass du sie gefunden hast. Ja, na klar. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du den McHellens gefunden hast. Mein Vater hat getönt, er wäre nur ein Mythos, aber ich wusste es besser. Das Zeug greift schon mehr als ein halbes Jahrhundert unter Wasser. Ich wette, da könnte ich gutes Geld für kriegen. Vielleicht werde ich das auch. Aber jetzt muss ich erstmal diese kleine Familienzusammenführung feiern. Danke für alles. Whiskyfluss. Wow, wir haben $100 Gewinn gemacht. Das ist ja mal geil. Wir haben 1200 für die Karte ausgegeben und haben 1300 bekommen. Wie geil ist das denn? Okay, dann werden wir... Genau, dann mal gucken, was wir dann in der nächsten Folge machen. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Dann bis zur nächsten Folge. Haut rein!